Glückwunsch zum 2-1 gegen Mannheim. Was ist denn das Thema des Tages? Chancenverwertung oder des Abends? Ja, einerseits das, andererseits aber finde ich auch, heute den Willen der Truppe habe ich gespürt auf dem Platz, dass wir heute unbedingt auch dieses 2-1 am Ende verteidigen wollten, mit allem, was wir haben. Schon angesprochen, Chancenverwertung. Wir müssen das dritte, das vierte nachlegen, dann kommen wir gar nicht in diese Bedrängnis zum Schluss. Und hinten raus ist es klar, mit dem 2-0 oder dann das 2-1, dass auch mal Flanken in den eigenen Strafraum kommen. Das ist unangenehm, aber ich habe das Gefühl gehabt, dass wir heute alles reingeschmissen haben. Nicht alles perfekt war, aber die Einstellung der Truppe absolut top war. Das ging ein bisschen schwierig los. Die Mannschaften haben sich neutralisiert, dann passiert mal so ein Fehler. Kann man sagen, Kutsche knipst das Licht an? Ja, definitiv. Da waren wir in dem Fall mal effektiv. Kammer, super Flanke, Kutsche köpft den super rein. Und das 1-0 habe ich das Gefühl gehabt, das hat für uns so ein bisschen das Spiel eröffnet. Vorher war schon, Mannheim hat ein bisschen gelauert, die Bälle tief gespielt, das war für uns unangenehm. Und dann mit dem 1-0 habe ich das Gefühl, wir waren gut drin, legen das zweite nach, können das dritte nachlegen. Und dann in der zweiten Halbzeit müssen wir das dritte Tor machen. Und so wurde es hinten raus spannend. Ein Coach schon gefragt. Du tust dich 20 Minuten ein bisschen schwer, dann führst du urplötzlich 2-0, dann singen die Europapokal. Ist das Fluch oder ist das Segen? Also, dass wir solche Zuschauer haben, das ist einfach nur Segen. Wir sind dafür verantwortlich, alles richtig einzuordnen. Die Fans sind Wahnsinn, war auch heute wieder Wahnsinn für einen Dienstagabend. Und ehrlicherweise, was dann genau immer gesungen wird, das kriege ich auf dem Platz gar nicht so mit, weil ich im Tunnel bin. Aber allein die Lautstärke, und das ist nur Segen für uns. So, jetzt kommen wir mal zu deiner Person. Das Tore schießen fällt dir aber inzwischen deutlich leichter. Ja, weiß ich nicht. Kann man so sagen. Ne? Jetzt das zweite Tor gemacht. Denno schießt ihn scharf rein. Ich nehme ihn gut an, muss ich sagen. Der klappt vielleicht auch nicht immer so. Und schießt ihn dann direkt ab. Klar, wenn wir gewinnen und ich ein Tor mache, kann ich sehr gut damit leben. Aber wenn ich nicht treffe und wir gewinnen, dann ist das auch völlig in Ordnung. Zweite Halbzeit, ihr hattet starke Momente. Starke Momente auch, wenn hinten die Langen mit vorkommen. Das hat man in der letzten Saison auch nicht so oft gesehen, dass sie sich das auch mal trauen und dann auch Überraschungen schaffen. Dann, was du hier im Grunde an der Außenlinie machst, weiß der Kopf dann jeden Moment, was die Beine machen? Oder melden die Beine, wir kümmern uns? Ja, je länger das Spiel dauert, desto mehr ist es dann nur noch Intuition. Dann klar, wenn es hier mal eng war an der Außenlinie, das ist dann eigentlich nur noch auf den Gegner reagieren, der dann vielleicht auf dich zukommt. Das ist dann schwer zu erklären, ist einfach Intuition. Wie geht so ein Abend aus? Ja, geht doch nichts mehr, oder? Ja, nee, also heute auch mit dem Gefühl, dass es am Samstag direkt weitergeht, hätten wir jetzt 2 Wochen frei, dann wäre das was anderes. So, dass es jetzt am Samstag weitergeht, das klingt dann immer langweilig, aber ja, geht so noch ins Bett heute, auch wenn man nach dem Spiel nicht so gut schlafen kann. Das heißt, noch ein bisschen den Abend die Zeit totschlagen und dann irgendwann schlafen hoffentlich. Und wie gehen wir damit um? Aber trotzdem ist es ja zum Dienstag 26.000. Trotzdem reden alle von Pflichtsieg. Ja. Aber das war doch heute auch Spektakel. Ja, das ist halt das, was ich meine. Ich meine, nach Bielefeld, da war die Euphorie wieder groß. Dann nach Sandhausen war alles wieder gefühlt schlecht. Und das ist halt, die Welle dürfen wir als Mannschaft halt nicht so mitreiten. Wir müssen alles sachlich einordnen, nach dem Bielefeld-Spiel nicht durchdrehen, nach dem Sandhausen-Spiel nicht alles schlecht reden. Und wir sind dafür verantwortlich, das richtig einzuordnen. Heute 3 Punkte. Und der Trainer hat es gesagt, wir haben noch ein Spiel in der englischen Woche und dann geht es wieder um 3 Punkte und die wollen wir mitnehmen.